Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich live bei Sonnenklar TV. Und auch wenn wir uns heute natürlich wieder tollen Urlaubsreisen widmen möchten, möchten wir uns aber auch ein bisschen den praktischen Dingen des Lebens mit denen auseinandersetzen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Ralf Willems heute Morgen hier bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Ralf. Ja, hallo und schönen guten Morgen. Ralf ist Gründer, Buchautor, Vorstand von Corrigo AG. Und da wollen wir natürlich unbedingt wissen, worum geht's denn da? Ich persönlich bin jetzt schon total begeistert, denn unter anderem bietet er Hilfe, wenn man eine private Krankenversicherung hat. Ich gehe davon aus, dass es viele von Ihnen zu Hause auch haben. Ich selber bin auf alle Fälle so eine Versicherte. Und du könntest mir Tipps geben, Geld zu sparen. Und bei dem Stichwort Geld sparen gehen natürlich gerade alle Antennen nach oben, gerade in der aktuellen Phase. Wie, wo, warum? Ja, genau so ist es. Also tatsächlich ist das Thema der privaten Krankenversicherten ja, dass die Beiträge Jahr für Jahr steigen. Und es halt eben auch eine sehr große Zielgruppe an Privatpatienten gibt, die halt eben letztendlich einfach in Anführungsstriche vergessen sind, ja, weil sie halt eben nicht mehr geeignet sind, die Versicherung zu wechseln, weil die Versicherung schon seit langen Jahren besteht und viele Nachteile dadurch entstehen. Und ich habe mich vor circa 10 Jahren darauf spezialisiert, genau diesen Menschen zu helfen. Angefangen damals mit einer 67-jährigen Dame, die fast 900 Euro für die Krankenversicherung gezahlt hat, bei 1.800 Euro Rente. Und so hat sich das ergeben. Ihr konnte ich damals helfen, fast 7.000 Euro pro Jahr einzusparen. Und meine Überlegung war, wenn das einmal klappt, dann kann das auch natürlich sehr, sehr häufig funktionieren. Und inzwischen haben wir das weit über 30.000 Mal gemacht, ja, zusammen mit meinem Vertriebsteam. Und das klappt hervorragend. Das heißt, du hast dadurch oder dazu eine Plattform gegründet, Corrigo AG, die wir jetzt auch gerade hier schon im Hintergrund sehen. Das heißt, man kann sich dort einloggen, man kann sich dort die Informationen runterladen. Und wie komme ich dann in die Beratung mit dir persönlich? Ja, also zum Einstieg habe ich vor etwa 1,5 Jahren jetzt ein Buch geschrieben, Rette sich, wer kann. Und dieses Buch kann man tatsächlich auf der Homepage gratis herunterladen. Vielleicht dazu eine kurze Anekdote. Als ich damals meine Frau kennengelernt habe, habe ich gesagt, ich schreibe dem nächsten Buch. Ja. Und vor 1,5 Jahren ziemlich genau hat sie mich daran erinnert, dass ich doch mal ein Buch schreiben wollte. Und das ist der Grund, warum ich es dann am Ende auch getan habe. Spaß beiseite, es geht halt einfach darum, dass da einige Geschichten halt zusammengefasst sind, grundsätzlich die Idee zusammengefasst ist, was wir denn eigentlich tun. Und diejenigen, die sich dann halt eben für das Buch interessieren, werden dann im Anschluss halt bei Wunsch kontaktiert, sodass wir dann halt eben in das persönliche Gespräch gehen und schauen, welche Möglichkeiten konkret bestehen. Jetzt werden wahrscheinlich viele zu Hause sitzen und sagen, ui, jetzt muss ich erst ein Buch lesen, ne, wo es dann darum geht, dass ich Geld sparen kann. Das ist mir schon wieder fast alles zu kompliziert. Aber das Buch ist ja sehr, sag mal, leserfreundlich geschrieben, ne, und so, dass sogar ich einfach durchschaue. Wir haben ein Beispiel hier, zu dem du auch noch ein bisschen was erklären möchtest. Ja, vielleicht noch, um die Sorge der Zuschauer zu nehmen. Natürlich muss man das Buch nicht lesen. Ja, es soll aber letztendlich einfach eine Möglichkeit bieten, sich da schon mal quer Gedanken dazu zu machen, was ich denn überhaupt tue. Ja, und das ist letztendlich einfach nur das, worum es geht. Lesen muss das niemand. Wenn er möchte, kann er auch einfach nur das Kontaktformular nutzen. Wir sprechen dann darüber und in dem Beispiel, das man auch hier im Hintergrund sieht. Das ist tatsächlich konkret ein anderes Beispiel, aber in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel eine Kundin der Allianzversicherung, die von rund 1.100 Euro runtergegangen ist auf 350 Euro, einfach um mal zu zeigen, welche Möglichkeiten da bestehen. Wow. Und das Beispiel hier auf meiner Homepage zum Beispiel. Komm ruhig mit hierher, du kannst es ruhig hier genauer zeigen. Das ist tatsächlich ein Rechtsanwalt aus Hamburg, der das gemacht hat, den wir auch natürlich namentlich benennen dürfen und das vielleicht auch für die Zuschauer. Ja. Vielfach kommt die Idee, ja, ich kann mich ja selbst mit meiner Versicherung auseinandersetzen, da wird mir ja bestimmt geholfen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, die Versicherung selbst hat 0,0 Interesse daran, dass Menschen weniger Beitrag zahlen als aktuell. Klar. Ja, weil sie die Versicherung eh nicht mehr wechseln werden, die Rückstellung verloren gehen und so weiter und so fort. Deshalb nehmen sogar Rechtsanwälte, und das sind einige Rechtsanwälte, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich finde, an dem Beispiel kann man sehr schön erkennen, dass, wenn man jetzt das mal schnell gegenüberstellt, dass wir exakt die gleichen Leistungen haben. Im Bereich Zahnersatz sogar geringfügig höhere Leistungen. Und der Herr Brüggemann jetzt hier konkret von 705 Euro runtergegangen ist auf 294 Euro. Die Frage, die sich dann viele stellen, ist, ja, wie soll denn das gehen? Das ist doch irgendwie Hexenwerk. Das hier ist ein entscheidender Punkt, ne? Dass du natürlich deine Selbstbeteiligung, nehme ich mal an, erhöhst. Ich selber habe es gerade getan, deswegen ist so schön, dass man so ganz direkt hier angesprochen ist. Aber ansonsten sehe ich hier tatsächlich nur Verbesserung in meinem Leistungsschutz. Ja, absolut. Also vor allen Dingen jetzt in dem Beispiel ist die Selbstbeteiligung ja auch nur marginal höher gegangen. Genau. Das ist ja wirklich, also ich vermute, in deinem Fall wird es etwas mehr gewesen sein. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, ob die Beitragsersparnis dann auch vergleichbar war. Vermutlich Nein. eher nicht, ja. Nein. Weil hier geht es nicht nur darum, die Selbstbeteiligung zu wechseln, sondern es geht tatsächlich darum, Tarifwelten zu wechseln. Ja, das heißt, also, wenn ich vor 20 Jahren, in deinem Fall wahrscheinlich erst vor 5 Jahren, die Krankenversicherung abgeschlossen habe, ja,
dann ändern sich halt die Zeiten. Ja? Also es gibt neue Tarife, vergleiche es mit einem Handytarif. Mein erster Handytarif hat eine Mark 69 gekostet im Minutentakt. Ja? Ja, ja. Flatrates heute sind ganz anders. Ist nicht eins zu eins vergleichbar, aber soll zeigen, immer dann, wenn Zeit ins Land geht, ändern sich die Dinge. Und hier gibt es halt einfach neue Tariflandschaften. Und wir helfen halt unseren Kunden dabei, den für sich optimalen Tarif zu finden. Eine unglaublich interessante Möglichkeit für uns alle, ja, für Sie zu Hause und natürlich auch für mich hier im Studio, um über solche Dinge ein bisschen, ja, Optimierungsinput zu bekommen. Und dafür gibt es den Ralf, dafür gibt es Corrigo, und ich kann nur jedem empfehlen, sich da zu informieren. Und wie gesagt, das Buch gibt es dann, wenn man sich eingeloggt hat, sogar als Geschenk. Du hast es selber geschrieben, gratis, genau, dazu. Ja, genau. Damit sage ich an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, Ralf, dass du im Studio bist. Aber die schöne und gute Nachricht ist, wir werden noch viel mehr Tipps im Laufe des Tages heute von ihm bekommen. Ralf Willems. Dankeschön. Und für uns, liebe Zuschauer, oder für Sie vielmehr, geht es weiter mit unseren Reisen. Und da haben wir erstmal ganz viel Sonne im Gepäck, und die scheint